Wo ist das? Gut verstanden, wir kommen. Ab nach Schwabing, den Toten gefunden. Ich habe den Notarzt schon angefordert, aber so wie es hier ausschaut, hat das wohl keinen Zweck mehr. Na, er ist tot. Vermutlich erschossen. Mhm. Sieht so aus. Wer hat den Toten entdeckt? Die Nachbarin, eine Frau Rosen. Sie sitzt drüben in der Küche. Grüß dich. Scott. Hat man ihn ermordet? Wer sind Sie bitte? Ich bin Frau Rosen. Ich wohne im Nebenhaus. Ich kümmere mich manchmal um Herrn Malina. Ich mache sauber und ab und zu koche ich ihm etwas. Wer ist der Tote? Herr Malina. Albert Malina. Er lebt allein hier. Ja, allein. Er war wohl mal verheiratet, aber seine Frau ist gestorben. Hat er Verwandte? Nein, weiß ich nicht. Er hat jedenfalls nie jemanden erwähnt. Was macht Herr Malina beruflich oder hat er gemacht? Er ist Rentner. Er lebt von dem, was er erspart hat. Das war ein Mann, mit dem man sich so gut unterhalten konnte. Wissen Sie, er hatte eine gewisse Bildung. Und Sie hatten einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Ja, ich wollte gerade was kochen. Ich hatte eingekauft. Hier liegt's noch. Und dann habe ich ihn so gefunden. Ein Fahrzeug. Also das Gespräch ist geführt worden, oder es ist nicht zustande gekommen. Warte mal, die Wiederholungstaste. Aha. Polizeipräsidium. Was? Moment mal. Polizeipräsidium. Hier ist Derek, Mordkommission. Ich rufe von einem Apparat an, von dem ist eben mit Ihnen telefoniert worden. Ein gewisser Malina hat da angerufen. Was soll das gewesen sein? Naja, vor einer Stunde etwa. Der Name Malina ist mir nicht bekannt. Aha. Erkundigen Sie sich mal bei Ihren Kollegen, das ist sehr wichtig, ja? Danke. Er ist erschossen worden, als er mit dem Präsidium telefonierte. Oder telefonieren wollte. Er wollte heute früher essen als sonst. Er wollte zum Hauptbahnhof jemanden abholen. Wissen Sie, wen er abholen wollte? Hat er einen Namen genannt? Nein, aber es muss wohl ein alter Freund sein. Er sagte, dass er ihn lange kennt. Er meinte, er müsste ihm mal ins Gewissen reden. Mehr hat er nicht gesagt. Von wo sollte dieser Freund kommen? Aus Frankfurt. Er wollte so gegen eins am Bahnhof sein. Was ich bin? Naja, nichts Besonderes. Ich bin Krankenpfleger. Das ist harte Arbeit und reich wird man dabei nicht. Naja, ich weiß nichts Besonderes. Ich wollte eigentlich Arzt werden, studieren. Ich habe beim Abitur nicht den Notendurchschnitt gehabt, den man dazu braucht.
Na, jetzt muss ich eben warten, bis ein Platz frei ist. Aber jedenfalls bin ich schon mal im Krankenhaus und schnupper die Luft dort. Aber eigentlich weiß ich es jetzt schon. Was? Dass ich das nicht schaffe. Ich lerne nicht gut. Ich hatte immer große Schwierigkeiten nein, damit. Nein, nein, lassen Sie. Darf ich fragen, was Sie machen? Ich bin selbstständig. Techniker. Kaufmann. Von allem etwas. Und so, dass es reicht. Man muss halt Begabungen haben. Begabung allein reicht nicht, um erfolgreich zu sein. Dazu bedarf es einer besonderen Grundeinstellung zum Leben. Welche sollte man denn haben? Ich kann nur sagen, welchen man nicht haben sollte. Jedenfalls der nicht, der erfolgreich sein will. Er sollte nicht zu ehrlich sein, zu ängstlich. Und er sollte nicht zu viel Respekt zeigen vor anderen. Ich nehme an, Sie wollen allen gefallen. Warum eigentlich? Glauben Sie mir, Sie fühlen sich viel freier, wenn Sie auf das Urteil anderer Menschen über Sie keinen Wert legen. Umgekehrt ist es nämlich so. Papiere sehen? Ja. Wir möchten Ihr Gepäck kontrollieren. Oh, offensichtlich Kontrollen. Würden Sie mal einen Gefallen tun, würden Sie meinen Koffer nehmen, diesen hier. Soll ich Ihren Koffer nehmen? Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie nehmen meinen Koffer und ich gebe Ihnen das da. Das sind 1000 Mark. Sollten wir uns nicht mehr treffen. Wie heißen Sie? Siewald, Benno Siewald. Wo wohnen Sie? Tauernweg 4. Sie haben Telefon? Wir haben Telefon. Die Nummer? 807-4012. Aber ich es wird sich jemand bei Ihnen melden. Dann bekommen Sie noch einmal 1000 Mark. Bitte, bitte, kommen Sie, gehen Sie. Ihre Papiere, bitte. Das ist er. Herr Kiesing? Ja, bitte? Marlina schickt uns. Wir sollen Sie abholen. Unsere Namen haben Sie sicher schon gehört. Liebig. Ufer? Ja, wenn Sie einen Moment warten. Ich habe meinen anderen Koffer einem jungen Mann mitgegeben, weil da am Bahnsteig eine Polizeikontrolle war. Grüß dich. Reisegang. Ja, wunderbar. Was war denn da gerade los? Im Bahnhof, Polizei und dann Koffer wurden durchsucht. Und einer ist getürmt, da sind Karnickel durch den Bahnhof gelaufen. Ich bin gerade erst gekommen. Komm schnell, ich stehe ganz verboten. Okay. Was ist denn das für ein Koffer? Der gehört mir nicht. Gehört dir nicht? Nee. Ich habe im Zug jemanden kennengelernt und hat mich gebeten, seinen Koffer zu nehmen. Er wollte mich anrufen und dann den Koffer wieder abholen. Was ist denn das für eine Geschichte? Und der Koffer ist weg? Ein Grund zur Besorgnis. Weiß, wer wohnt. Und ich habe seine Telefonnummer. Und warum ist Marlina nicht gekommen? Marlina könnte nicht mitkommen.
Wie konntest du darauf eingehen? Ist doch ganz eindeutig, der Mann hat die Kontrollen gesehen und wollte auf keinen Fall, dass man seinen Koffer durchsucht. Das war ja auch sofort mein Gedanke. Aber der Mann hat einen guten Eindruck auf mich gemacht, einen sehr guten Eindruck. Wir haben uns die ganze Fahrt über toll unterhalten. Toll unterhalten, ja. Wer weiß, was da drin ist. Was machen wir jetzt? Er sagte, er will den Koffer abholen. Ich habe meine Adresse gegeben und meine Telefonnummer. Moment, Moment, lass uns überlegen. Ja, das wird er sein. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Nicht abheben. Es meldet sich keiner. Der muss doch zu Hause sein. Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht hat er den Koffer aufgemacht. Das glaube ich kaum. Warum glauben Sie das nicht? Weil er ein liebenswerter Dummkopf ist. Dreifach abgeschlossen. Ein Zahlenschloss. Wir sollten die Polizei anrufen. Na komm, Vater. Wen ruft man denn da an? Kriminalpolizei. Lass nicht bitte aufheben. Nein. Ich bin sicher, das Ganze hat mit einem Verbrechen zu tun. Und ich will nicht, dass Benno damit hineingezogen wird. Es kommt doch nur darauf an, den Koffer wieder loszuwerden. Wenn er nicht mehr hat, dann ist doch alles in Ordnung. In Ordnung ist dann gar nichts. Ja, aber wir haben nichts mehr damit zu tun. Ja, bitte? Sind Sie es? Mein Abteilnachbar? Schön, dass Sie jetzt da sind. Kann ich meinen Koffer abholen? Ja, natürlich. Kommen Sie nur vorbei. Wann? Ja, ja, ist gut. Mhm. Wiederhören. Was sagt er? Er sagt, er ist ganz in der Nähe. Er kommt mit einem Wagen, klingelt und dann soll ich ihm den Koffer runterbringen. Ich gehe mit runter. Ich werde mir den Mann ansehen und ihn fragen, was es mit dem Koffer auf sich hat. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ein Taxi. Der Mann ist mit einem Taxi gekommen. Ich gehe runter. Und bitte geh vom Fenster weg. Ich darf mir doch wohl noch ansehen, wie das da unten vor sich geht. Sie ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Gefälligkeit. Keine Ursache. Wohnen Sie allein? Nein, bei meinem Vater. Hatten Sie Unannehmlichkeiten wegen des Koffers? Nein, nein. Nicht direkt. Aber indirekt? Ja. Mein Vater wollte natürlich wissen, warum Sie mir den Koffer gegeben haben. War ganz besorgt. Wollte schon die Polizei verständigen. Hat er das getan? Nein, nein. Grüßen Sie Ihren Vater von mir und sagen Sie ihm, es handelt sich da um nichts Dramatisches. Kleine Geheimnisse hat jeder, ich auch. Also, nochmals vielen Dank. Sie hatten mir noch was versprochen. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Es kann sein, dass mein Vater am Fenster steht. Ich verstehe. Ich nehme an, Sie werden Ihrem Vater nichts davon sagen. Nein, nein. Das würde auch nur seine Fantasie in Gang setzen und das ganz unnötigerweise. Also, nochmals, vielen Dank. Sagen Sie, darf ich Sie mal zum Essen einladen? Ja. Ich rufe Sie an. Hat er dir gesagt, was es mit dem Koffer auf sich hat? Ja, er sagt nichts Dramatisches, ein paar Geheimnisse hat jeder. Ich habe keine. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten die Polizei verständigen sollen.
was wir ja noch tun können. Aber wieso denn? Der Mann ist in Ordnung. Er ruft wieder an. Er hat mich zum Essen eingeladen. Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Warten Sie. Ja, bitte. Ja. Okay. Möchten bitte hochkommen. Wiederschauen. Der Koffer? In Ordnung. Unversehrt. Darf man mal sehen? Bitte. Legen Sie ihn hin. An. So kann ich das nicht beurteilen. Gute Arbeit? Natürlich ist das eine gute Arbeit. Sehr gut. Das Beste, was es zurzeit gibt, was technisch möglich ist. Der Fehler kann jetzt nur noch im Papier liegen. Keine Sorge. Das Papier ist in Ordnung. Warum ist Malina nicht gekommen? Malina ist tot. Wir waren heute Morgen bei ihm, um Sie zusammen mit ihm abzuholen. Wir haben geläutet, geklopft. Niemand hat aufgemacht. Wir haben es dann etwas später nochmal versucht, aber da war schon Polizei auf dem Hof. Wir hörten, er ist ermordet worden. Es hieß, er sei erschossen worden. Habt ihr ihn erschossen? Nein. Warum sollten wir? Wir sind doch auf ihn angewiesen. Wir haben großartig mit ihm zusammengearbeitet. Ihm verdanken wir doch, dass wir an die Folie kamen. Die Verbindung zu Ihnen. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht hatte er immer noch Kontakte zu alten Freunden. Uns hat er mal gesagt, ich werde nicht alt. Und im Lehnstuhl sterb ich nicht. Er hatte seit Tagen Angst, schloss sich ein, hat immer erst gefragt, wer draußen ist. Die Frage ist jetzt, ob uns das behindert. Ach was, alles ist vorbereitet. Wir haben nur auf die Folie gewartet. Es ist eine neue Lage entstanden. Für uns nicht. Der Mord hat rein gar nichts mit uns zu tun. Malina sagte, niemand sei eingeweiht, niemand, der sonst beteiligt wäre. Wenn etwas schief geht, Sie tragen das Risiko. Ich habe die Folie abgeliefert. Haben Sie das Geld? Ja, natürlich. Eine Anzahlung. Wie viel? 50.000. Legen Sie es hin. Hans-Dieter Malina, 63, geboren in Gleiwitz. Mehrfach bestraft wegen verschiedener Delikte. Das geht also von Einbruch bis zu Finanzbetrügereien. Tja, da kommen leicht 10 Jahre Gefängnis zusammen. Wovon hat er gelebt? Rente steht auch hier. Er hat es zu einer kleinen Rente gebracht. Und zu Wertpapieren, also kein nennenswertes Vermögen. Ein Krimineller also, der erschossen wird, also dabei war, mit der Polizei zu telefonieren. Tja, ja, die Frage ist, was wollte er der Polizei sagen, ne? Irgendetwas, was den Mörder veranlasst hat, ihn zu erschießen. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass er jemanden vom Hauptbahnhof abholen wollte, der aus Frankfurt kommt. Der Zug sollte um 13.11 Uhr sollte er eintreffen. Frage, ist der Mann gekommen? Habt ihr den Rundruf schon bekommen, Harry? Was für ein Rundruf? Dann hat jemand angerufen, wegen eines Vorfalls auf dem Hauptbahnhof. Aha, und was geht's da? Meine Geschichte mit einem Koffer, den sein Sohn für einen Fremden durch eine Polizeikontrolle getragen hat. Was für ein Sohn? Wir wissen auch nicht, um was es sich da handelt. Geht jedenfalls durch alle Abteilungen. Ah ja. Was ist los? Moment mal. Sag mal, wann war das? Gestern Mittag. Wie viel Uhr? Es betraf einen Intercity aus Frankfurt. 13.11 Uhr? Richtig, ja. Das ist allerdings interessant für uns.
Ja, Kriminalpolizei. Es geht um Ihren Anruf. Aha, also doch wichtig für Sie, habe ich mir gedacht. Sie sind doch auch der Meinung, dass das gemeldet gehört. Erzählen Sie mal. Ganz ruhig und ganz ausführlich. Benno, ja? Dein Vater ist im Apparat. Ich komme sofort. Ja, hallo? Ich kann jetzt nicht weg. In einer Stunde. Ja? Ja, ist gut. Was ist denn? Ich soll nach Hause kommen. Die Polizei will mich sprechen. Er hat die Polizei angerufen. Warum denn? Ich finde es richtig, dass er es getan hat. Damit haben wir doch nichts mehr zu tun. Oh, hallo. Hofer wohnt so lange bei mir. So lange wir an der Sache arbeiten. Hast du Besuch bekommen? Ich komme sofort. Meine Schwester, wir wohnen zusammen. Ja, aber keine Sorge. Sie liebt ihren Bruder über alles. Wirklich keine Gefahr. Hallo. Ist er das? Ja. Ich kann Ihnen leider nicht die Hand geben, sonst fällt alles auseinander. Mein Bruder ist ganz begeistert von Ihnen. Er sagt, Sie verlieren nie die Ruhe. Ich verliere sie immer. Verschwinde erst mal. Ich zieh mich an und mache euch Kaffee oder sonst was. Er sieht echt gut aus. Weiß sie Bescheid? Mein Bruder hat mir gesagt, wenn das alles hier vorbei ist, dann gehen wir nach Italien. Waren Sie schon mal in Rom? Ja. Na, irgendwo müssen wir das Geld doch ausgeben. Ist Rom der richtige Ort? Ja. Oder Paris? Ja, können wir uns denn die Städte nicht aussuchen? Es gibt immer einen Ort, der einem gefällt. Man muss ihn nur finden. So ist es. Weiß Ihre Schwester von der Sache mit Marlene? Um Gottes Willen, nein. Dann sagen Sie ihr auch nichts. Ich habe doch runtergeschaut. Hier, vom Fenster aus. Ein Taxi. Ich habe mir die Nummer gemerkt. Ja, es ist möglich. Der Fahrer ist unterwegs. Ich spreche über vom Gut. Gut, danke schön. Vom Tauernweg zum Parkhotel. Da habe ich Ihnen möglicherweise sehr geholfen. Kann sein, ja. Haben Sie Zeit, mit uns zu kommen? Mitkommen? Wohin? Wie kannst du das fragen, Junge? Du kennst den Mann. Du kannst sagen, das ist er. Ein einzelner Herr? Gestern Nachmittag? Genau. Zwischen 2 und 3? Mhm. Musste ich checken. Moment. Das ist eine Überraschung. Was machen Sie denn hier? Wie geht's Ihnen? Danke. Es geht mir sehr gut. Ist das der Herr? Ja, das ist er. Darf ich fragen, wer Sie sind? Kriminalpolizei. Ich ahne es. Es geht um einen Koffer, stimmt's? Ja, wir möchten mit Ihnen über den Koffer sprechen, den Sie diesem Jungen anvertraut haben. Um ihn durch die Polizeikontrolle zu bringen. Stimmt's? Ich meine, den Koffer. Haben Sie die Polizei angerufen? Nein, mein Vater war das. Ach, der Vater war's. Na, dann wollen wir es mal nachsehen. Gehen wir doch noch nebenan. Mhm. Bleiben Sie mal hier. Ich bin gestern mit dem Zug aus Frankfurt gekommen. In Begleitung eines sehr sympathischen jungen Mannes. Der junge Mann, der da draußen stand, ne? Ja. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Ich hatte einen sehr guten Eindruck von ihm. Und welchen? Gutherzig. Gutgläubig. Versehen mit dem, was man einen anständigen Charakter nennt, unter dem er wohl auch ein bisschen leidet.
Ich glaube, keiner ist sich seines anständigen Charakters so bewusst, dass er auch darunter leidet. Nicht immer, aber zuweilen. Ein anständiger Charakter hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, dass er einschränkt. Die Kraft seiner Fantasie, seinen Einfällen nachzugehen. Lassen Sie es mich übertrieben sagen, ein anständiger Charakter ist zuweilen lästig. Man kommt aber nicht zur vollen Entfaltung seiner Fähigkeiten. Das ist ein sehr interessantes Gespräch. Wenn ich es kurz zu Ende bringen darf. Dieser junge Mann nutzt seine Möglichkeiten nicht aus, die er hat. Die jeder hat. Bis auf diejenigen mit dem guten Charakter. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, Herr Derrick. Aber nun zu dieser Koffergeschichte, die ja bei Ihnen auf so reges Interesse gestoßen ist. Ach ja, Sie haben ja diesem netten, sympathischen jungen Mann, haben Sie ja Ihren Koffer gegeben. Ja, natürlich. Wovor hatten Sie Angst? Ich hatte Angst davor, dass man mich bitten würde, ihn zu öffnen. Ich hatte darin pornografische Hefte. Und das wäre mir peinlich gewesen. Eine alberne Erklärung? Ja. Die ist so albern, dass sie schon wieder glaubwürdig wirkt. Ich weiß, dass ich Ihre Ironie ertragen muss. Und Sie bleiben bei dieser Erklärung? Ich glaube, Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Kann ich mal Ihren Pass sehen oder Ausweis? Ja, natürlich. Bitte? Was für einen Beruf haben Sie? Ich habe aufgehört, einem Beruf nachzugehen. Aha, und welchen Beruf haben Sie aufgegeben? Ich habe in vielen Berufen Geld verdient. Und dies auf so angenehme Weise wie möglich. Was machen Sie denn in München? Eine Stadt wiedersehen, die mir gefällt. Ja, natürlich, wenn man selten hier ist, nicht wahr? Haben Sie Bekannte hier? Nein. Nein. Tja, das war's schon. Und bitte entschuldigen Sie die kleine Belästigung. Die ich als solche nicht empfunden habe. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Sebald, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Sagen Sie, was haben Sie mit dem Geld gemacht, das ich Ihnen gegeben habe? Ich habe eine Stereoanlage gekauft. Darf ich Sie mal zum Essen einladen? Hä? Gern. Wenn Sie jetzt zurückgehen, wird man Sie bestimmt fragen, was wir miteinander gesprochen haben. Sagen Sie einfach, ich wollte Sie zum Essen einladen. Was wollt ihr denn von ihm? Nur zum Essen eingeladen. So war Nobel. Arnold Kiesing, 46 Jahre alt, international bekannter Großbetrüger, zwischendurch einige Gefängnisjahre. Geläufige Bezeichnung für ihn, Gentleman-Verbrecher. Der sich nicht mit pornografischen Zeitschriften im Koffer erwischen lassen wollte. Der war um seinen guten Ruf besorgt. Hey, frag doch mal nach, in welchen Gefängnissen der gesessen hat. Ich möchte wissen, ob er Malina kennt. Kiesing. Kiesing ist der Mann, den Malina vom Bahnhof abholen wollte. Na, wie sehe ich aus? So, das ist ein Mann, falls er einer ist, die Sprache versteht. Was einer Frau wiederum, falls sie eine ist, ungeheuer gefällt. Aber jetzt sagen Sie mal was ganz ehrlich. Ihm verschlägt doch nichts mehr die Sprache. Mein Bruder sagt, Hofer sagt, Sie sagen, Sie seien eiskalt. Na, jetzt sag du, wie ich aussehe. Wollt ihr ausgehen? Ich habe Kiwi zum Essen eingeladen. Sie und einen jungen Mann. Was für einen jungen Mann? Der meinen Koffer durch die Polizeikontrolle getragen hat. Warum das? Sollten wir uns jetzt in der Öffentlichkeit nicht ganz zurückhalten? Aber dafür besteht auch für mich überhaupt gar kein Grund. Ist das Grund genug? Ist das ein Falscher? Was sagen Sie dazu? Sieht gut aus. Fühlt sich auch gut an. Ah, da sind Sie ja. Guten Abend, Kiwi.
Das ist mein junger Freund. Dann sagen Sie schon, wie Sie heißen. Oh, Sebald, Benno Sebald. Ich bin Kiwi. Darf ich? Ja. Meistens fragt man mich gleich, was Kiwi bedeutet. Haben Sie einen so verrückten Vornamen jemals schon gehört? Mein Vorname ist auch für mich ein Geheimnis. Deshalb frage ich alle Leute, was sie sich darunter vorstellen. Darf ich jetzt auch ihn fragen? Kiwi, bringen Sie unseren jungen Freund nicht in Verlegenheit. Kommt. Ist das wahr, dass Sie Krankenpfleger sind? Ja, weil ich habe noch keinen Studienplatz. Jeden Tag mit Kranken zusammen sein, könnte ich nicht. Ich hätte Angst, ich könnte selber krank werden. Verstehen Sie sich darauf, einen Puls zu fühlen? Das ist ja kein Kunststück. Machen Sie. Was? Jetzt und hier? Oder darf man das hier nicht? Warum denn nicht? Könnte ja sein. Ich kenne mich in solchen Lokalen nicht aus. Sie? Ich bin zum ersten Mal in so einem Lokal. Dann tun Sie es. Ach, er kann es. Oder darf man dabei nicht sprechen? Könnte ja sein, dass es nicht gut ist. Alles ganz in Ordnung. Alles normal. Alles? Hm? Da sind Sie aber der Erste, der sagt, dass an mir alles normal ist. Hab's gesehen. In ihm steckt mehr, als er weiß. Hat Ihnen der Abend gefallen? Einer der schönsten, die ich hier erlebt habe. Das hört sich gut an. Steigen Sie ein, wir nehmen Sie mit. Oh, ich darf ich zu Fuß gehen? Ich hab's nicht weit. Ich brauche noch die frische Luft. Darf ich? Natürlich. Danke. Danke. Ich rufe Sie morgen an. Was haben Sie vor mit ihm? Ja, bitte? Hier ist Derek. Ich hätte gerne mal mit Ihnen gesprochen. Geht das sofort? Ich komme zu Ihnen. Ja, ich will gerade in die Pinakothek. Vielleicht können wir uns dort treffen. Natürlich nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Guten Morgen, Herr Derek. Guten Morgen. Gefällt Ihnen dieser Ort? Naja, ich war lange nicht mehr hier, das gebe ich zu. Ihre Eintrittskarte. Danke. Ich nehme an, Sie haben sich erkundigt, wer ich bin. Ja, das habe ich getan. Wie finden Sie die Szene? Welche? Sie treffen sich hier mit einem Kriminellen, der Sie zu einem Besuch der Pinakothek einlädt, um mit ihm zu sprechen. Ja, über was eigentlich? Sie haben vor 12 Jahren in Paris im Gefängnis gesessen, zur gleichen Zeit wie ein gewisser Malinar. Dieser Malinar ist nun vor 2 Tagen in seiner Wohnung erschossen worden, kurz bevor er jemanden vom Bahnhof abholen konnte, der mit dem Intercity aus Frankfurt kommen sollte um 13.11 Uhr. Ich bin überzeugt, dieser Mann sind Sie. Ich wollte einen alten Freund begrüßen, der nun nicht mehr lebt, was mir leid tut. Ich mochte ihn. Es liegt uns eine Aussage seiner Nachbarin vor. Danach wollte Malina jemanden vom Bahnhof abholen, um ihm ins Gewissen zu reden. Aber das sind die Worte der Frau. Aber ich habe doch gar kein Gewissen.
Jedenfalls nicht das, was man so im Allgemeinen darunter versteht. Ich habe mir eine andere Meinung gebildet im Laufe eines Lebens, das sicher nicht Ihren Beifall findet. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Bild zeigen. Ich wollte es mir sowieso noch mal ansehen. Hier ist es. Sie kennen es sicher. Ja, ich kenne es. Es hat mich immer fasziniert. Das Bild. Und weswegen? Wegen der sehr einfachen Beantwortung der Frage, was ist böse? Was ist gut? Wie ich sehe, staunen Sie auch auf die Darstellung der Hölle. Warum ist das wohl so? Weil dort unten etwas geschieht. Es ist aufregend. Interessant. Es ist, ja, was ist es? Ist es nicht das Spiegelbild des Lebens? Ist es nicht die Darstellung der Wahrheit des menschlichen Daseins? Das ist es. Genau das. Und nichts anderes. Das da oben, das Land da im Licht des Guten, das ist der Traum der Menschheit, mit dem sie sich täglich selber betrügt. Das da unten, das ist die Wahrheit. Was wollen Sie damit sagen? Die Vergeblichkeit Ihrer Bemühungen. Ja, ja. Das habe ich mir selber schon oft gesagt. So, jetzt habe ich ein paar klare Fragen an Sie, die mit diesem Bild nichts zu tun haben. Warum wollten Sie sich mit Malina treffen? Was wollte Malina von Ihnen? Und was war wirklich in Ihrem Koffer? Und warum wurde Malina erschossen, als er die Polizei anrufen wollte? Sie wissen es. Und Sie wissen, wer der Mörder ist. Ich habe keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht sonderlich. Die neuen Observationsberichte. Kiesing steht ja seit 3 Tagen unter Beobachtung, was er offensichtlich weiß, was ihn aber überhaupt nicht interessiert. Er ist jeden Tag mit dem jungen Sebald zusammen. Er geht mit dem Essen in Diskus und da ist immer dieses Mädchen da wahrscheinlich immer an. Ja. Ist sie nicht süß? Hm? Ja. Wer ist denn das? Die heißt Kiwi Liebner. Was? Ah, ja. Wohnt mit ihrem Bruder zusammen, die haben in Leim eine Eigentumswohnung. Was macht der Bruder? Tja, der hat einen kleinen grafischen Betrieb. Was Kiesing damit zu tun hat, ist ganz unbekannt. Und Kiesing ist fast jeden Tag mit dem jungen Sebald zusammen. Ja. Und der macht jeden Tag blau, geht gar nicht mehr arbeiten. Sind Sie so lieb, Benno? Ich hole uns eine Schachtel Zigaretten. Natürlich, gerne. Mit Filter, bitte. Okay. 100 Mark? Ja, ich hab's nicht kleiner. Okay. Ein Falscher? Irgendwann müssen wir ja mal feststellen, wie gut Sie sind. Keine Lust mehr? Es ist alles so komisch plötzlich. Komisch?
wie auf den Kopf gestellt. Gib mir mal deine Hand. Wozu denn? Ich will mal deinen Puls fühlen. Trinken wir noch ein Glas zusammen? Oder bist du müde? Nö, überhaupt nicht. Na komm, leg ab. Mach's dir bequem. Dein Leben hat sich ganz schön verändert. Ja, das kann man wohl sagen. Und? Gefällt's dir? Und wie? Was? Bitte? Was gefällt dir? Ja, einfach das andere Leben jetzt. Es ist größer. Interessanter. Freier. Es liegt natürlich auch am Geld. Man muss genug davon haben. Sag mal, hattest du Schwierigkeiten beim Bezahlen mit dem 100-Mark-Schein? Schwierigkeiten? Nö, wieso? Der Schein war falsch. Der war falsch? Keine Sorge. Eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Völlig risikolos, so einen Schein einzuwechseln. Ich habe übrigens die Druckfolie besorgt. Sie war in dem Koffer, den du durch die Polizeikontrolle getragen hast. Also, auf dein Wohl. Hm? Sag jetzt nichts, ich merke, bei dir da oben spielt sich was ab. Das soll es auch. Darf es ruhig. Komm, ich zeig dir was. Das sind 10.000 Mark. Nimm's. Na komm, steck's ein. Mach damit, was du willst. Es gehört dir. Mein Dank an dich. Auch ich empfinde diese Tage als Bereicherung. Hinno! Ah, Moment! Warum schließt du dich denn ein? Ist ja ganz was Neues. Solange du hier wohnst, bleiben die Türen offen. Und wenn ich hier ausziehe? Herzlich willkommen, Kiwi. Darf ich Ihnen was bestellen? Nein, nein. Ich wollte Sie jetzt nur treffen, um Ihnen etwas zu sagen. Oder um Ihnen eine Frage zu stellen. Aber bitte, setzen Sie sich. Dachte ich. Also, was gibt's? Warum tun Sie das? Warum ziehen Sie ihn damit hinein? Es ist doch sehr interessant zu sehen, wie so ein junger Mann reagiert. Übrigens, in seinem Alter habe ich mich genauso verhalten. Es ist nichts Besonderes dabei. Sie leben doch auch vom falschen 100-Mark-Schein. Wo ist er jetzt? Wir treffen uns im Hotel. Da bin ich. Wollen wir was trinken? Die Sachen stehen dir. Sie kleiden ihn, ne? Machst einen guten Eindruck auf mich. Und wohl auch auf andere. Aufgeregt? Das ist gut so. Aufregung erhöht den Lebensgenuss. Wenn es hier ankommt. Wie viel hast du eingewechselt? 3.000 Mark. Schwierigkeiten? Ich glaube, keine. Na, bravo. Sie weiß Bescheid. Ja, bitte. Morgen. Guten Morgen. Wie Sie sehen, bin ich pünktlich. So wie die Vorladung es will. Nein, danke, stehe lieber. Ich bin Vorladungen immer gefolgt. Und zwar auf die Sekunde. Weil ich neugierig bin, was man von mir will. Aber streichen Sie alle Fragen nach Marina. Der Mann ist tot. Ein Toter zählt nicht mehr. Ich habe Sie soeben mit einem Lebensgesetz bekannt gemacht. Was machen Sie mit dem jungen Siebald? Mit dieser Frage? Keine andere? Keine andere. Ich wiederhole die Frage. Was machen Sie mit dem jungen Siebald? Sie laden ihn ein Tag für Tag. Sie führen ihn in teure Lokale. Offenbar versorgen Sie ihn auch mit Geld. Er kleidet sich anders. Er vernachlässigt seine Arbeit. Sie verändern ihn. Und
da Sie nichts ohne Absicht tun, frage ich Sie, warum? Ich verändere ihn. Zu seinem Nachteil. Schauen Sie, was die Veränderung von Menschen betrifft, so kann man erstens niemanden gegen seinen Willen verändern. Zweitens wird nur offengelegt, was in ihm ist. Das kann Ihnen doch nicht so fremd sein, damit haben Sie auch täglich zu tun. Sie wollen mir etwas beweisen. Gut, was? Aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Die Hölle, Herr Dering. Die Hölle ist die Wahrheit. Und das bedeutet, Verbrechen sind normal, sind naturgegeben. So ist es, Herr Dering, und nur so. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch? Sie können gehen. Sie sehen, ich habe zu tun. Versprechen Sie sich nicht zu viel. Welche Beziehung besteht zwischen Ihnen und Kiesing? Hm? Sie sind ja fast jeden Tag mit ihm zusammen. Ich kenne ihn, weil mein Bruder ihn kennt. Und? Woher kennt Ihr Bruder diesen Mann? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, wer dieser Mann ist, woher er kommt, was er macht, welchen Namen, welchen Ruf er hat, wissen Sie nicht, ne? Nein. Sie haben auch keine Ahnung? Nein. Dieser Mann ist ein international bekannter Krimineller, ein Großbetrüger, der jede Menge Vorstrafen hat. Haben Sie das gewusst? Nein. Haben Sie das gewusst? Nein. Er hat Verstand, er ist intelligent, hochintelligent, er ist gebildet, hochgebildet. Er hat Manieren, er kann sich benehmen, er ist überaus freundlich und höflich und liebenswürdig. Aber er hat keine Beziehung zur Moral. Er akzeptiert sie nicht einmal. Warum befasst er sich mit ihnen? Warum ist dieser Mann fast jeden Tag mit ihnen zusammen? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Er bringt Sie aus dem Gleichgewicht. Und er freut sich zu sehen, dass ihm das gelingt. Er verändert Sie. Sie. Und auch Sie. So, jetzt frage ich Sie. Was bedeutet Ihnen dieser junge Mann? Und? Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? Und was glauben Sie, welche Rolle spielen Sie für Kiesing, einen Mann, der nichts ohne Grund tut, der nichts ohne Absicht tut? Und wenn Sie beide als Menschen ohne jede Bedeutung sind, jetzt denken Sie mal darüber nach. Gehen Sie jetzt. Meldung reingekommen vom BKA. Sie betrifft Kiesing. Was ist mit ihm? Kiesing ist todkrank. Er hat kein halbes Jahr mehr zu leben. Kein halbes Jahr mehr zu leben? Kann auch weniger sein. Kann auch weniger sein. Der Mann wird sterben. Er wird bald sterben, was er weiß, was er natürlich weiß. Und wenn er es weiß, was bedeutet das für ihn? Harry, das ist so etwas wie ein Schlüssel, um ihn zu verstehen, also sein Benehmen, sein Verhalten. Das Bild, der Höllensturz. Er sucht eine Rechtfertigung für sein Leben. Für sein Leben, das nun zu Ende geht. Ich hab dich gleich gern gehabt. Vom ersten Augenblick an.
Nicht in der ersten Sekunde, aber in der zweiten. Zuerst dachte ich, wen bringt er denn da an? Doch als du sagtest, Krankenpflege, da passierte was mit mir. Da passierte was? Irgendwie, da hatte ich eine Vorstellung, dass ich in einem Bett liege und Hilfe brauche. Hilfe? Ja. Irgendwie braucht doch jeder Mensch Hilfe. Das Gefühl ist eigentlich immer da. Mal mehr, mal weniger. Dass man Hilfe braucht? Davon rede ich doch. Und dann sagte ich, ob du mir den Puls fühlen kannst. Du hast es getan. Und als du meine Hand hieltest, da war es passiert. Es macht Spaß, das alles zu sehen. Es sich zu wünschen. Man wünscht sich immer etwas. Du dir auch? Ja, Wünsche habe ich auch. Ist ja ganz natürlich, dass man Wünsche hat. Gefällt dir das Kleid da? Mhm. Ich habe mich immer gern gesehen. Ganz elegant. So dass jedem die Spucke wegbleibt. Und denkt, hallo, wer kommt denn da? Und ich an dem Typen vorbei. Ganz lässig. Das sehe ich ihn gar nicht. Ich möchte gerne reisen. Du auch? Klar, möchte ich auch. Hast du ein Land, wo du besonders gerne hin willst? Ich habe mal ein Bild gesehen von einer griechischen Insel. Die hat mir gefallen. Ja, eine Insel wäre schön. Komisch, dass du Insel sagst. Ich habe mir auch immer eine Insel vorgestellt. Jetzt. Ja. Gehen wir. Es geht nicht um Geldfälscherei. Sie sind hier bei der Mordkommission. Es geht um Mord. Wir kannten den Mann, ja. Sie werden herauskriegen, dass er uns das Papier besorgt hat. Aber wir haben ihn nicht umgebracht. Geben Sie sich keine Mühe. Das werden Sie niemals beweisen können. Werden wir nicht. Nein, werden Sie nicht. Warum sollten wir den Mann umbringen? Geld? Das hat doch keine Rolle gespielt. Davon hatten wir ja mehr als genug. Also warum sollten wir ihn umbringen? Einverstanden.
Was ist los? Soeben hat Ihr Kollege gestanden. Kommen Sie mir nicht mit diesem alten Dreck. Er hat auch gesagt, warum Sie ihn erschossen haben. So? Warum denn? Weil er die Polizei anrufen wollte. Du Idiot! Du verdammter Idiot! Nein, nein, ist ja gut. Hat er keinen Sinn mehr. Hat gar keinen Zweck mehr. Kann ich was zu trinken haben, bitte? Was wollen Sie? Ein Glas Wasser? Ein Glas Wasser? Sie wollten was zu trinken haben. Nein. Nein, danke, lassen Sie nur. Ich gebe zu. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass die beiden Sie aufsuchen. Also die beiden jungen Leute Sie aufsuchen. Sie wollten mir etwas vorführen. Die Allgegenwärtigkeit der Kriminalität, die Verführbarkeit von Menschen. Jetzt halten Sie dieses Experiment für missglückt? Glauben Sie mir, dieser Junge, der da plötzlich Angst bekommen hat, der macht die Welt nicht besser. Sollten Sie diese Hoffnung haben, begraben Sie sie. Und noch etwas. Ich werde nicht lange im Gefängnis bleiben. Ich weiß, ja. Sie sind krank, Sie werden sterben. Und jetzt quält Sie der Gedanke, dass Ihr Leben ein Irrtum gewesen sein könnte. Die Zeit haben Sie noch, sich die Frage zu beantworten.